schon geht hier hier abwärts, gäbe es keinen Morgen. Ist die Katze aus dem Haus tanzen, die Mäuse auf dem Tisch, ist ja unglaublich. Aber schön! Habt ihr noch Bock? Wir auch. Wir waren gerade hinter der Bühne und haben uns unterhalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es sowas wie die Gegend von Heavy Metal gibt, also ich meine, Bayern ist auch gut, muss man ganz ehrlich sagen, für diese Erfahrung. Nee, jetzt mal ganz scheiße. Nein, wir machen das ganz ernst. Bayern ist echt irgendwie aus einer Rock'n'Roll-Gegend. Aber ich muss trotzdem sagen, hier Ruhrgebiet, Heavy Metal, das hat immer super zusammengepasst. Und seit ich Musik mache, Edgar im Avatarsjäger, immer wenn wir hier in der Gegend waren, war es fantastisch. Ihr seid einfach, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ich meine es aber so, wie ich sage, ihr seid einfach geile Typen, geile Menschen. Dankeschön, echt geiles Publikum. Unverblümt, laut, enthusiastisch, Metal. Geil. Wir spielen jetzt einen Song, der ist nicht so richtig Metal, aber es ist auch, man weiß ja nicht, wo man die Grenzen so genau zieht. Es ist vom aktuellen Album, wird das die zweite Single sein. Die erste haben wir, wie gesagt, schon veröffentlicht und Fernsehen und Brimborium. Wir werden noch eine Single machen. Das Album kommt sehr gut an. Vielen, vielen Dank dafür. Und hier kommt der Song, der in ein oder zwei Wochen als zweite Single erscheinen wird, mit einem Sänger, den ihr heute auf der Bühne schon gesehen habt, als Backing Vocalist, auch gerade als Lead Vocalist. Ihr werdet euch fragen, wer ist dieser Mensch? Das habe ich mich gestern auch gefragt. Ich habe gedacht, 14 Tage ist er jetzt dabei, jetzt spreche ich ihn einfach an. Es ist von Sinnfried, Herbie Langhans! Kannst du Pius, kannst du ja Samu zu mir sagen? Ja, Samu. Und wir spielen jetzt zusammen. Das ist der Herbie! Das ist der Herbie!